Meine lieben Grombech und Goldini-Fans, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt und willkommen hier Route 66 und so. Ne? Wir sind wieder unterwegs, es ist Sonntag. Das heißt, heute ist gerade Samstag, wo ich das aufnehme, aber ne, für morgen, ne, für Sonntag. Und wir müssen uns, glaube ich, einen neuen Auftrag suchen. Wir haben jetzt insgesamt 48.000 auf der Uhr. Und ja, ich hatte ja, glaube ich, gesagt, mein Ziel ist es, da auf jeden Fall mal einen eigenen Truck klar zu machen. Und wir schauen uns mal, was hier so auf dem Markt ist. Das gibt 15.000, das ist nach Milano. Ah, va bene, va bene. Das ist very, very weit. Ja, das ist schon ein bisschen weiter. Nach Polen. Das ist noch weiter. Aber Milano. Soll man echt nach Milano fahren? Das kriege ich in einer Stunde gar nicht gewuppt irgendwie, glaube ich. Ne? Sheffield ist England. Das ist auf jeden Fall. Und wir gucken mal ganz kurz hier weiter. Weil das Ding ist halt einfach. Moment. Ich möchte ehrlich gesagt nicht so weit fahren, weil ich möchte das schon noch in einer Folge auch hinkriegen. Verona. Also gehen die ganzen ausländischen Aufträge los. Das ist auch schon ziemlich weit nach Straßburg. Das sind wie viele Kilometer? Weiß ich nicht. Aber Straßburg. Ja, sonst müssen wir halt eine halbe Stunde eine Pause machen. Keine Ahnung. Aber dann können wir auch das Gute nehmen. Pass mal auf, dann nehmen wir auch das Teure, wenn wir eh weit fahren. Ne, dann würde ich sagen, Autoteile nach Milano. Wir fahren in Italiano. Hi, Italiano. Pablo Italiano. Va bene, va bene, va bene. So. Italien. Okay, wir müssen durch die Schweiz und durch... Ja. Nehmen wir mal an. Ich sage, wir fahren jetzt nach Milano. Liebe Leute, wir fahren nach Milano. Ist ja va bene, es ist ja, va tutto va calore. Oh, ist Nacht. Oh, schöner LKW. Was haben wir da vor allem? Ganz kurz mal gucken. Habt ihr gehört? Es geht gleich wieder los mit Donner. Moment. Oh, pardon. Wieso bin ich denn jetzt da gelandet? Moment, das wollte ich gar nicht. Hab ich denn mein Pad verlegt? Moment, ganz kurz mal schauen. Ah, da ist er. Das ist die richtige, okay. Was wir haben? Wir haben eine DAF. Okay, wir haben Autoteile von die Milano. Müssen wir machen in Milano. Ist eine schöne Auto, ist eine wunderschöne Dekoration. Ah, gut. Wir machen, wo müssen wir raus? Müssen wir raus? Ah, wir müssen durch Tunnel. Okay, Speaker 45 fährt das erste Mal nach Italien. Der Truck ist an. Der Brille sitzt, wir fahren in die Milano. Liebe Leute, bitte haben Sie Spaß. Tutto eccolo und ich spreche fließend im Moment. Ganz mal bitte. Wir machen ganz kurz hier. So, ja, das wollte ich gemacht haben. Moment, ganz kurz mal schauen. So müsstet ihr mich ganz gut sehen, Freunde. Ne? Es ist very, very dark hier. Ich sehe fast gar nichts. Wir fahren in Italiano! In die Italie. Moment, jetzt müssen wir gucken. Wir müssen fahren in die rechts. Müssen wir gucken. Ah, ich muss gerade sprechen ein bisschen wie die Italiano. Okay. Ich habe nichts gesehen. Wir fahren los. Oh, okay. So. Ja, dann seid mir ganz recht herzlich willkommen hier an Bord. Ich hoffe, mein Gamepad kriegt das heute halbwegs hin. Ganz kurz mal gucken. So, das ist okay. So, müsstet ihr eigentlich was sehen. So, wir müssen wieder rechts fahren. Wir warten hier. Können wir Ampel gut sehen. Va bene, va bene. Wir können sie die Ampel. Ich kann nichts Italienisch, aber ich kann ein bisschen Latein. Ah, sa. Und wir sind jetzt auf den Weg in Milano, ne? Cogito ergo sum, ne? Ja, ich denke, also bin ich, ne? Alle jagte Äste. Der Wurfel ist gefallen. Und wir fallen jetzt in die... Du willst mich aber verarschen. Hatte ich denn kein Licht an? Ja, anscheinend nicht. Okay, wir müssen geradeaus. Na, ich habe gar kein Auto. Das ist richtig. Wieso blinke ich, wenn ich geradeaus muss? So, pass mal auf. Okay, da war der erste Strafzettel. Das ist nicht gut. Aber mit dem Licht, das blicke ich nicht. Ich dachte mir, ich hätte es an. So sah es auch zumindest aus. Aber anscheinend falsch gefahren. So, okay. Wir fahren in die geradeaus. Wir fahren aus Kassel. Kassel AD. Wir müssen fahren in der Sonne. In der wunderschönen Sonne von Milano. Ne, gibt es auch bei Theo Grombech, also bei Grombech und Goldini, ne, woher der Name dieser Firma ja rührt. Da muss Theo auch irgendwann... Ich mach mal hier Fairlight an, das sehe ich ja gar nichts. Wir müssen hier runter, wir müssen runter. Ah, wir müssen runter. Ah, dann erzähle ich gleich von Theo Grombech. Ne? Oh, das ist ein wunderbarer Mann, Theo Grombech. Ne?
mit die Theo gegen Rest der Welt. Da kommt her, Name Grombeck und Goldini. So, Summer richtig? Ich glaube, wir sind richtig. So. Gut, dann können wir geben jetzt Mathe. Ja, wir haben vor uns, wie viele Kilometer haben wir vor uns? Sehe ich irgendwo? 831 Kilometer, gut. Also, ne, dann nochmal auf Theo gegen den Rest der Welt zurückzukommen. Also Grombeck und Goldini, da kommt ja unser Name her. Und Theo, ne, muss, die sind ja auf der Suche nach ihrem LKW, der geklaut wurde, ne, am Anfang des Films. Und das ist, so geht's um den Film, geht's halt darum, dass, oh, Radarkontrolle, wie viel habe ich drauf? Ja, ich habe gesoben 77, das könnte nicht sein, zu schnell. Theo, ne, sucht also sein LKW und schmuggelt sich dann in irgendeinen Wohnwagen rein, ne, und, ne, geht dann raus und wird, glaube ich, rausgeschmissen oder wie auch immer. Und dann ist er irgendwo, denkt, er ist in Italien, der wird irgendwo anders hin. Und dann fragt er den Typen irgendwie, wo bin ich hier? Ist er Milano? Und er, Milano? Was soll ich denn in Milano? Scheiße, ist voll aufgeregt, dass er nach Milano gefahren ist. Und das ist ja, ich liebe diesen Film. Ne, Theo Grombeck, ne, Theo gegen den Rest der Welt. Ne. Jeder Tracker sollte gesehen haben, diesen Film. Hat vermutlich nicht wirklich viel mit der Allgemeinheit des Trackers zu tun, aber ist ein wunderbarer Film. Ist ja wunderbar. Was habe ich jetzt an Kilometern drauf? 80, das ist gut. Ich habe übrigens immer noch nicht mein Tempomat auf irgendeine Taste gelegt. Ne, ich weiß auch nicht. Wir fahren jetzt mal, ne, schön durch die Nacht hier. Ne? Da oben prängen die Sterne, ne, sie prangen. Schon wieder Radarkontrolle? Radarkontrolle Ende. Dann gehen wir jetzt mal Vollgas hier. Pass mal auf, 36 haben wir schon drauf. Super, wir dürfen fahren. Wir dürfen 80, aber ja nur nicht mal. Ne? Wenn wir nur das machen, was wir dürfen, dann würden wir es im Leben hier als Trucker gar nicht zu was bringen. Mannheim, Frankfurt, Köln, dann müssen wir wieder runter. Dann wird das grün. Ihr wisst, wenn was grün wird, dann habe ich ein Problem. Ich habe große Probleme mit der Navigation. Wenn es ist, wird ein grünes Pfeil, dann ich kriege schwitzige Hände. Ja. Aber ich glaube, wir müssen hier runter. Müssen wir runter? Mannheim, Frankfurt, Köln. Sieht so aus, wir müssen runter. Okay. Na, tut mir leid, very, very leid. Sonst, ne, verfolge ich ja gelegentlich meinen amerikanischen Akzent, Freunde. Ihr wisst das hier. Aber, ne, jetzt, wenn wir fahren in die Milano, ich muss sprechen wie ein Italiener. Das bleibt gar nicht anders aus. Das ist, ich glaube, ich sollte mal ein bisschen langsamer fahren. Wobei, hier geht's bergauf. Da können wir ruhig Gas geben. Liebe Leute, wir können Gas geben und trinken zwischenzeitlich eine leckere Espresso oder wunderbar Cappuccino. Ich liebe Cappuccino, meine Leute. Kannst du auch offen zu blinken spiegeln? Ja. Ja, oder wir essen eine leckere Pizza. Napoli, Spaghetti. Ich liebe die italienische Küche. Muss ich sagen, jeder, der meinen Kanal ein wenig kennt, weiß, ich bin schwerst pizzaabhängig. Aber auch Nudeln und Pizza, das ist jetzt eigentlich das Moment, ganz kurz mal gucken, wo ich glaube, ich habe... Moment, ich muss es mal ganz kurz machen. Okay, ich glaube, so müsste es... Ich glaube, ich habe jetzt vergessen, ein bisschen einzustellen für euch mit der Webcam. Ich habe ganz gesehen, Fresse auf Lenkrad. Meine wunderschöne Fresse auf die wunderschönere Lenkrad. So, ja. Ja, Francesco. Mario, wunderbar. Ah, Rocky war ja auch Italiener, ne? Beziehungsweise der Rocky-Typ, ne? Sylvester Stallone, beziehungsweise Rocky, ne? Balboa, ne? Hat sich auch noch geholt vor die große Kampf, eine große heilige Wort von großen heiliges Mann. So, aber bevor ich jetzt einen totalen Scheiß laber, lieber Töne, konzentriere ich mich ein bisschen auf die Straße. Wobei, hier ist nichts, hier ist schöne leere Bahn, ne? Wir sind schon knapp 100 Kilometer geschafft, das ist eine prima Sache. Ich habe ja locker Fernlicht an, als würde ich im reellen Leben nicht machen. Also im RL, in der real life würde ich nie machen. Ich würde, ne, das geht ja nicht mit meiner italienischen, ne, R zusammen. Geht nichts. No. Und, ja. Weil, meine Leute, das ist, ne, wir müssen ja hier, ne, wir haben ja einen Termin. Ihr wisst das ja. So. Wir geben auf jeden Fall Gas. Mein Gasfinger ist wieder total durchgedrückt. Ihr wisst, ich habe Finger aus Gas. Ne? Ist very, very Gasfinger, ne. Ich drückt in einem durch, ne? Viele Fahrer haben ja Gasfuße, ne? Bleifuß, ich habe Gasfinger, weil ich steuere mit Gamepad. Verstehst du? Ja, das verstehst du. So, müssen wir, da wird wieder das Grün, aber ich sehe noch nichts wirklich. Das, ja, was könnte ich jetzt so erzählen, liebe Leute? Ich werde gleich, es ist ja Samstag heute, und ich habe mit einem Kumpel, Moment, ich glaube, ich muss ja mal rüber, da kommt, doch, da kommt einer. So, jetzt wir fahren auf andere Spur, wir fahren in Miete. Ich habe gar kein Auto. So, ich glaube, Spur ist richtig. Wir fahren jetzt hier geradeaus.
und dann muss man fahren in Rondell. So, ich glaube, weil den Trick habe ich, den kenne ich mittlerweile. Die haben mich jetzt mittlerweile so oft damit verarscht, Freunde. So, aber ich glaube, wir müssen noch ein bisschen langsamer fahren, weil da geht es wieder bergauf. Gasfinger ist schon voll am Schmerzen, man ist durchgedrückt, konstant. Ja, was kann ich erzählen? Wir müssen jetzt mal ganz kurz hier die Bahn wechseln, dann fange ich wieder an quatschen, dann erzähle ich wieder ein bisschen was. Ne? Sind wir hier richtig? Ich glaube, hier sind wir richtig, hier sehe ich nichts, super. Okay, ich denke mal, seht ihr sowas, Freunde? Könnt ihr meine Fresse so sehen? Moment, flumm. Wir machen mal ganz kurz eine Kupplung in die draußen. Oh, das war falsche Kupplung. Das ist okay. Wunderbares LKW. Es ist wunderschön. Oh, nein, da spielt mein Pad wieder. Okay, Moment. Ich weiß nicht, woran das liegt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hier so. Das war bis jetzt immer so eine ganz gute Daumen. Wenn ich das auf 1 mache, dann ein bisschen runtergehe. Beziehungsweise ein bisschen hochgehe. So, dann müsstet ihr eigentlich... Jetzt geht er wieder runter, seht ihr es? So, dann müsstet ihr eigentlich ganz gut was sehen können. Ja, meine lieben Leute, es ist Samstag heute, ne? Ich bin gerade wieder nach Hause gekommen und es ist so, dass ich gleich nochmal mit einem Kumpel den Livestream auf YouTube mal antesten müsste. Ich habe ja noch nie gestreamt, ihr wisst das ja, ich bin ja kein Streamer. Das ist jetzt auch kein wirklicher Stream, das ist einfach nur ein Rumtesten. Wir testen da, machen ein bisschen Quatsch und Blödsinn, wie ihr es so von mir gewohnt seid. Ne? Und ist das so okay, Freunde? Okay, ich glaube, wir müssen hier rüber. Yep. Ja, und einfach ein bisschen rumtesten und ja... Vielleicht, das ist, weil ich bin irgendwie kein Streamer, das wisst ihr ja selber. Ich blinke mal ganz brav und habe ganz kurz geblinkt. Ich habe es gemerkt, ne? Ich habe es gemerkt. Und ihr wisst, dass ich kein Streamer bin, beziehungsweise noch, ich glaube, den Scheibenwischer könnte ich mal ausmachen. Das fällt mir jetzt auf. Ja, gut, nachdem es 6 Jahre nicht mehr geregnet hat, mache ich jetzt den Scheibenwischer endlich mal aus, okay. Und ja, ich will mal ein bisschen versuchen, sie auf den YouTube-Twitch, den YouTube-Stream mir so mal ein bisschen anzugucken, was da so geht, was so möglich ist. Ich habe ja auch nicht die allerschnellste Internetleitung, also die ist nicht langsam, ich habe nur 50 Mbit, aber der Upload ist nur 2,5 Mbit. Ne? Das ist jetzt für einen Stream nicht wirklich viel. Ich hoffe, ich kriege das auf HD hin, also Full HD kann ich mit Sicherheit vergessen, aber HD müsste, glaube ich, drin sein. Ich werde das mal so einstellen, dass ich das versuche zumindest. Und ja, dann gucken wir mal, wie der Livestream so funktioniert. Ich habe noch nichts gemacht, ne? Und wenn ich das hinkriege auf die, wie soll ich sagen... Oh, ich glaube, ich habe ihn gerammt, aber ich habe keinen Schaden gekriegt. Tut mir leid, Kollege, ich habe da nicht verfahren. Warte, muss er... War linke Hand, ne? Nix Gasfinger, ne? Ihr wisst, ne? Gasfinger sitzt rechts. So, jetzt muss ich Gasfinger runternehmen. So. Okay, wir müssen fahren noch 630 Kilometer. Ah, wir haben aber erst 13 Minuten, das heißt, jetzt alles noch im grünen Bereich. Wir können diesmal auch richtig schön fahren, das finde ich gut. Es wird auch wahrscheinlich, wir werden gleich in den Sonnenaufgang wieder fahren. Ne? Wir haben es jetzt 2.09 Uhr, wir haben ein bisschen, schon wieder Radarkontrolle, okay. Müssen wir runter, wir dürfen fahren 90, 80. Schlafen müssen wir noch nichts. Ich fahre 80. Boah. Ich denke, es ist okay. Jetzt geht es eh bergauf, da wird er wieder ein bisschen langsamer. Aber ein schöner Wagen, so ein DAF gefällt mir auch. Ne? Ich bin ehrlich, ich weiß noch gar nicht, was ich mir für einen Wagen... Radarkontrolle, Ende heißt. Gasfinger kann wieder Arbeit aufnehmen. Wunderbar. So, okay, pennen müssen wir aktuell nicht. Das ist eine gute Sache. Die Füßchen sind ein bisschen blau, also ein bisschen schmutzig. Und das ist aber noch nicht wirklich viel. So, jetzt mal gucken. Ah, seht ihr? Himmel aus Sterne. So. So. Ich glaube, ich habe mich eben vertan. Ich habe, glaube ich, die Facecam höher gemacht anstatt runter. Das kann passieren, Freunde, im Eifer des Gefechts. Ne? Ich bin, ja, was könnte ich sonst erzählen? Ja, wir werden also ein bisschen Stream ausprobieren. Vielleicht werde ich dann irgendwann nochmal auf Twitch streamen, denn, ja, ich habe so ein paar Sachen mal geklärt und auch ausfindig gemacht. Da müssen wir da schon, da kommt wieder was Grünes. Und deswegen einfach mal ein bisschen rumstreamen, so mal gucken, ne? Vielleicht können wir ja auch mal den Eurotruck streamen. Das werde ich dann aber dann auf jeden Fall, wenn, dann vorher ankündigen. Mannheim, müssen wir nach Mannheim? Freunde, müssen wir nach Mannheim? Ich glaube, wir müssen nicht nach Mannheim, oder? Wir müssen, glaube ich, hier bleiben. Ne? Ja. Ja, wie gesagt, das werden wir auf jeden Fall dann mal testen. Ne? Aber jetzt geht es erstmal darum, den Chat ein bisschen darum zu quatschen und so. Na gut, wenn ihr das Video seht, werde ich das alles schon gemacht haben.
Insofern könnt ihr gerade zurück. Wir sind gerade zurück in die Zukunft. Ne? Also, ne, was morgen kommt, also war schon heute Vergangenheit. Ne? Beziehungsweise ist morgen Vergangenheit, aber heute schon Zukunft. Das ist alles fürchterlich kompliziert. Das muss man sich mal vorstellen. Muss ich jetzt hier runter? Ich muss hier nicht runter. Fuck. Oder? Nee. Also, wie gesagt, die Ein- und Ausfahrten hier bei diesem Spiel habe ich ehrlich gesagt nicht wirklich verstanden. Wir müssen fahren geradeaus. Ich denke, ist richtig. Das sind wieder schöne gerollte Würstchen aus Heu. Sind wir mal 14? Okay. So, ja. Gut, eine Viertelstunde ist rum, ne, Freunde. Das ist, wir sind also schon einiges gefahren. Schon über 250 Kilometer, wenn ich das hier grob überfliege, ne. Und ja, schön, dass du noch dabei bist, ne. Also bei meinem ganzen Schwachsinn, den ich hier so erzähle. Aber ich weiß auch nicht, aktuell weiß ich nicht, was ich das hier erzählen soll. Also wie gesagt, der Livestream, ne, kommt jetzt vielleicht auch mal ein bisschen regelmäßiger. Ich habe ja, wie gesagt, noch nie gestreamt. Ich möchte das einfach mal ein bisschen rumtesten. Ne? Und das mache ich heute mal auf YouTube. Also gestern, also wenn du das Video jetzt aktuell siehst, habe ich es gestern gemacht. Ne? Und ja, ich bin aber nicht falsch. Ne? Ich glaube nicht, dass ich falsch bin. 555, ich denke, wir werden irgendwann einmal pennen müssen, glaube ich. Ne? Das Schöne ist ja, wenn man das Spiel jetzt hier gleich beendet, wenn die Folge vorbei ist, ne, er fährt genau da wieder los, wo wir stehen geblieben sind. Das ist echt eine prima Sache. Ne? Muss ich sagen, gefällt mir. Freunde, gefällt mir. Das Spiel gefällt mir sowieso. Ich fahre sehr, sehr gerne hier im Eurotruck. Habt ihr ja schon mal erwähnt, dass so, seitdem ich das Ding hier spiele, ich mir auf den Straßen, wenn ich mit dem Fahrrad oder so unterwegs bin, immer mal wieder LKWs angucke, weil ich das halt so faszinierend finde. Weil ich mache das hier, ne, mit ein paar Knöpfen und die Jungs, die müssen das wirklich machen. Die, ne, brettern da echt mit rum. Ne? Ist für mich eine Sache, die unvorstellbar ist, denn ich... ist das Radarkontrolle? Wir dürfen... Ja gut, wir sind jetzt 5 zu schnell, also dafür wird ein schönes Auto, aber ne, gefällt mir. So ein Holz- oder Kork-Inlay, was das ist, das will ich bei meinem Hoch haben. Wenn ich irgendwann einen habe, ne, will ich das genau so machen, liebe Leute. Genau so will ich das haben. Schönes Holzinterieur. So, noch nichts. Okay, hat aber geklappt. Jetzt Radar zu Ende. Immer noch nicht zu Ende. Immer noch nicht zu Ende. Na gut, okay. Pardon. Das, ja, 89. 110, ja, jetzt aber Gas hier, Freunde. 110, kriegen wir 110 aus der Gucke raus? Na, Duffy Baby, kriegen wir 110 raus? Wupp. 91, ich bleib brav auf 91, aber jetzt geht's auch ein bisschen bergauf hier. Wir sind bei Captain Blondbutt in der Küche, ne, für Monkey Island Fans, die wissen, wo wir gerade sind, ne. Da sind die auch auf der Autobahn, ich weiß gar nicht, auf welcher. Ist aber, glaube ich, nicht wirklich wichtig. Was sind das für Pilze da? Was ist das? Ach, das ist wieder ein Tunneleingang. Ich dachte, da stehen irgendwelche, ne, UFOs auf der Straße, aber war nur die Tunneleingänge. Okay. Ja, schöne Tunnelfahrer hier, eine schöne Tunnelei, ne? Tunnelei. Das gefällt mir gut. Die Bahn ist auch relativ leer. Ich bin mal gespannt, wie gleich hier in Milano ist die Verkehr, weil er ist ja eine heißblütige Italiener und so, ne? Das kann schon mal werden ein bisschen. Oh, das Bett ist halb voll. Musst du denn wirklich gleich schlafen? Aber den Sonnenaufgang will ich hier noch erleben. Das ist schon wieder Radarkontrolle. Okay. Wir sind aber, glaube ich, nicht geblitzt worden, wie ich das richtig mitgekriegt habe. Es ist 3.40 Uhr. Na, was könnte ich sonst erzählen, liebe Leute? Verfolger meines Kanals wissen, ich spiele aktuell gerade die Ghostbusters. Geniales Spiel, Freunde. Absolut geniales Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe vor allem, dass das die Originalstimmen aus den Filmen sind, und ich muss hier, glaube ich, runter, ne? Und ich liebe die Szenerie, ich liebe die Grafik, ich liebe das Spiel, also es ist einfach toll. Liebe Leute, das Ding ist einfach wirklich toll. Zürich, Bern, ah gut, genau, wir müssen die Schweiz, hatten wir ja gesagt, durch die Schweiz ab nach in die Italiano, in die Milano. Va bene, va bene. Scusi. Scusi für meine schlechte Italienisch, aber ich bin, ja, keine wirkliche Italienerin. Ich bin gar kein Italiener. Hier schon wieder Radar. Wie viele Radarkontrollen gibt es denn hier, Freunde? Denn andere Hobbys oder was? Ist ja unglaublich. Also alles voller Radarkontrollen hier. Da fährt einer ohne Ladung. So, wir müssen noch 7 Stunden, Freunde. 7 Stunden. Das heißt, müssen wir auf jeden Fall einmal pennen. Kommen wir gar nicht drum rum. Da wird wieder das Grün da hinten. Kollege, wieso fährst du so nach Strasbourg? Na, da geht jetzt die Sonne auf. So langsam geht die Sonne auf, liebe ich. Ich liebe Sonnenaufgang. Wir fahren 90.
Der Kollege ist leer, fährt aber auch nicht so wirklich gut und schnell, ne? Aber ich glaube, werde ich da überholt? Nee. Das ist gut, dass ich das gemacht habe, sonst wäre ich da wieder runtergefahren. Ich hätte das gar nicht mitgekriegt. Gut, dass ich einen Hals am Gasfinger habe, ne? Das ist eine prima Sache. Okay. Oh. Jetzt mal auf, Kollege. Alter! Hat aber, glaube ich, nochmal gut gegangen, ne? Das ist, Also wieder Haggis mit dem Mann, ne? Richtige Stunt-Buff der Stärke, liebe Leute, ne? Wer es nicht kennt, ne, hat die Welt verpennt von Haggis mit dem Mann, ne? Die Leute, die sollen mal kennen. Den alten Seebären, den alten Haarstylisten, den Piratenfriseur. So, ich glaube, so ist okay. Können wir die Spiegel ein bisschen. Jetzt wandert das wieder. Hör auf zu wandern! Ist das okay, Freunde? Ich glaube schon, ne? Na, wenn das heute nicht ganz hundertprozentig mit der Facecam funktioniert, seht's mir nach, ist auch ein neuer LKW, habe ich noch nie gefahren, das Ding, ne? Sieht aber echt gut aus, muss ich sagen, macht echt ein, ziemlich was her, finde ich gut, ist ein DAF. Hm? Hier ist alles aufgehoben, also Freunde, gebt Rotz, sonst muss ich euch von der Bahn pusten. Ne? Ja, die Sonne ist gleich erschonen. Jetzt muss ich mal auf du, mein Freund, ne? Ist mir eben schon unangenehm aufgefallen, Kollege, ne? Das bedeutet, ich säge dich jetzt mal ab. Alles gut, ich würde es gerne rüber gucken, aber ich traue mich nicht, weil da mache ich mit Sicherheit einen Crash. So, mal kurz blinken. Ich habe brav geplunken, habt ihr es gesehen? Ich habe super geplunken. So, das ist jetzt hier, ist das die Brennerbrücke? Ich kann gar nichts sehen von meinem. Okay, anders. Zim. Ja, sieht auf jeden Fall gut aus. Ich weiß nicht, ob ihr was gesehen habt, aber ich fand's gut. So, pass mal auf. Okay. So. Mhm. Jetzt kommt wieder Tunnel, da sind die Tunneler hier, das ist ja unglaublich. Oh, ich glaube, ich bin. Moment, so ist glaube ich richtig. Ja. So ist das gut so. Ja, könnt ihr so sehen? Alles gut? Armaturen im Griff? Okay, dann würde ich sagen, das ist. Ja. Ich denke mal, ich hoffe mal, dass das soweit okay ist. Ja, wir sind eine Tunnelfolge heute, ne? Wir fahren durch Tunnel ohne Ende, ne? Das Bettchen ist jetzt dreiviertel voll. Nun, man kann nicht immer gewinnen. Ne? Sollen wir eine Runde pennen, Freunde? Wir fahren da mal drauf. Tanken, ich weiß nicht, wie sehe ich den Tank irgendwo? Der Tank ist noch relativ voll. Also der Tank ist echt noch voll. Auf zu blicken, Kollege. Dann müssen wir mal versuchen zu pennen. Da muss man jetzt irgendwie einparken und man muss irgendwie so fahren, dass man. Tanken. So, jetzt Joy-Taste. Wir müssen jetzt den Motor ausmachen, okay. Oh, das war die falsche Taste. So, und jetzt Joy-Taste. Okay, jetzt tanken wir. Weil, ne, wird eh vom Arbeitgeber bezahlt, insofern, ne, das bleiben wir irgendwann bestimmt nicht liegen, ist aber dürfte so viel nicht sein, okay. So, dann machen wir den Motor wieder an. Wo können wir jetzt hier abpennen? Wir müssen jetzt irgendwie so eine durch den Arbeitgeber gedeckt, das ist eine super Sache. Ich glaube, hier können wir, glaube ich, reinfahren. Ne? Moment. So, genau, Motor abstellen und jetzt pennen wir. Super, du kommst eine Weile zur Ruhe. 11, 12, 13, wuppdiwappdi. So, das Bettchen ist wieder sauber, Freunde. Dann würde ich sagen, geht's gleich los. Drücken Sie, Linde, wir wollen unseren Motor nicht abstellen. Moment, so. Ich hoffe, so seht ihr gut. Freunde, ich hoffe, so seht ihr gut. So, einmal gucken. Okay. So, dann gucken wir mal, dass wir hier rauskommen. Wir blinken schon mal, ne? Da kommt einer, da kommt einer, jetzt ist frei. Super, perfekt. Perfekte Sache das, ist ja wunderbar, ist ja very, very wunderbar. Ja, der hat nicht so eine ganze... Freunde, wieso hier ist...
keine Stehparty, wir sind hier auf einer Autobahn. Ach, da ist die Grenze. Ah, jetzt können wir in die Schweiz. Sprechen Sie Schweizer? Wer hat's erfunden? Aha. Aber sollte ja normalerweise in dieser ganzen EU-Scheiße kein Problem sein, hier ein Problem, was durchzukommen, ne? EU-Scheiße habe ich übrigens nicht gesagt. Gut, ja. Schön grenzig hier, ne? Guten Tag, alles easy. Ja, macht einen guten Eindruck, finde ich in Ordnung. Ha, willkommen in der Schweiz. Ach, wir sind jetzt in der Schweiz. Hier gibt's Käse und was. So, pass mal auf. So, ja. Ich wundere mich gerade mit der Facecam so von wegen, ne? Das ist aber, die Scheibe ist nicht ganz so hoch. Denn ich hoffe mal, dass das Hallo, dass das hier für euch okay ist. So, das ist. Oh. Wir müssen jetzt, glaube ich, irgendwas machen. Okay. Wir müssen jetzt irgendwie rüber, ne? Du lässt uns natürlich nicht rüber. Du musst uns rüberlassen, denn wir sind very, very viel stärker als du. Ein Reißverschlussprinzip, ne? Das bedeutet, der Kollege jetzt. Oh, lässt ihn sogar rein. Cool. Ja, wo müssen wir jetzt hin, Freunde? Wo müssen wir hin? Wer hat's erfunden? Ricola! Ricola! So, wir müssen jetzt rechts. Wir müssen in die Zürich. Ja, ich glaube, wir müssen in die Zürich. Ja, ich glaube, das ist richtig. So, jetzt muss ich hier gut einschlagen. Ja, ein bisschen geschlittert haben wir. Ein bisschen dran geschraubt sind wir, Freunde. Aber guck mal, wie schmal die Scheiße hier ist. Also ich bin kein Brummifahrer, Freunde. Ich bin ein kleiner, ne, Zocker, ne? Da könnte. So, wir geben direkt wieder Mathe, ne? Mit Schmackes auf der Bahn, ne, Freunde, ne? Sehe ich gerade nicht viel. Das passt aber. Perfekt. Kam gerade nichts. Hallo. So. Okay. So, Moment. Ja, das. Oh, ich bin ja gerade am Rumspielen, tut mir leid, Freunde, ne? Aber das mit dem Standardblick lässt sich besser nicht machen, weil wenn ich höher gehe, dann sehen wir nicht wirklich viel. Insofern lassen wir den Standardblick. Dann sitzt in diesem Van die. Straßburg, muss ich nach Zürich? Wir müssen auf jeden Fall erstmal geradeaus, das ist schon mal amtlich. So, dann gehen wir mal. Da sitzt jetzt bei diesem Van halt die Facecam ein bisschen anders. Oh, Kollege, oder ich hätte gemacht, aber der ließ mich nicht. Der wollte nicht. So ein kleiner Mini-Furzer hier. Ne? So. So, hier ist, glaube ich, 80. Also, das ist echt eine Tunnelfolge. Wer ja die Tunnelfolge nennen, weil wir fahren ja nur durch Tunnelze. Ne? Korrekte Pluralform. Wer mal in Wildlife Park 3 Let's Play schaut, der kennt diese Pluralform, meine lieben Leute. Ne? Ja, da gibt es ja Tigerse, Zebrasse. Ganz viele andere. So, Zürich, wo müssen wir jetzt hin? Wir bleiben mal hier. Müssen wir jetzt hier runter, Freunde. Ich will mich nicht verfahren, weil Verfahren ist die letzte Scheiße auf der Welt. Ne? Aber ich glaube, wir müssen. Ne? Oder? Aber ich glaube, ich bin richtig. Ne? Ich habe es nicht geblunken, ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, ne? Aber egal. Jetzt sind wir in der Schweiz, ne, liebe Leute, ne? Ja, in der Schweiz. Was fällt mir bei Schweiz an? Ein Schweizer Taschenmesser habe ich sogar eins mal gekriegt. Geschenkt, beziehungsweise ich musste es kaufen. Oh, ich glaube, hier bin ich wieder verkehrt. Ich musste es kaufen, es war ein Geburtstagsgeschenk. Ich habe mal bei einer Firma gearbeitet, wissenschaftlicher Natur. Ne? Und da gab es dann immer Geburtstag, so Geschenke, ne? Und wir dachten sich dann mal großartige Dinge aus, ne? Und es gibt ein Aberglaube, dass man ein Messer nicht geschenkt bekommen darf. Man muss es kaufen. Und dann haben sie mir zuerst ein oder zwei Cent geschenkt und damit durfte ich dann hinterher mein Geschenk kaufen. Also eine super geile Idee. Ja, das ist ja so, ne? Das waren auch super tolle Kollegen, ne? Falls irgendeiner von euch das sehen sollte, Freunde, ne? Ich fahre jetzt mal hier rein. Ich grüße euch ganz herzlich, ne? Da war auch ein Geisterpirat LeChuck dabei, ne? Oh, ich glaube, doch, ich bin richtig. Ich bin intuitiv richtig gefahren. Also das ist verwunderlich. 40, wieso 40? Okay, 40. So, jetzt müssen wir da vorne da rum. Okay. So. Ich werde mir das gleich... Ja, pass mal auf, Alter, hier, ne? Das ist... Alter, na, wir sind hier... Fahren, ne? Fahren, nicht stehen, fahren, Kollege! Das habe ich mich so aufgeregt. 1% Schaden, an die müsst ihr drauf fahren, du dummes Sau. Nein, ich
bin ganz ruhig. Ich bin die Rühe in Person. Kacke. Kacke, das zieht mir jetzt gerade wieder ab. Nur weil ich keine Geduld habe. Liebe Leute, bei diesem Spiel muss man auf jeden Fall Geduld mit sich bringen. Das sieht da keiner. Fahren wir wieder rüber. Hier ist Wildwechsel angesagt. Tanken müssen wir mit Sicherheit nicht. Gepennt haben wir. Oh, schön. Das schöne Schweizer Kirchen. Ach, das ist eine wunderschöne Welt hier in der Schweiz. Da ist sogar ein Ballon. Heidi, deine Welt sind die Zwerge. So, meine Leute, ich glaube, wir haben jetzt mal so ein bisschen die 30 Minuten voll gemacht. Und sag ich jetzt erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Sonst hast du immer eine halben Stunden Folge. Ein schöner Daphne, muss ich ja schon sagen. Gefällt mir gut, die Karre. Man hat auf jeden Fall was. Und ja. Dann drückt mir mal rückwirkend die Daumen für den Stream, den ich dann gleich wieder nur testen. Also insofern, nichts Wildes, einfach nur ein bisschen rumtesten und ja, dann sehen wir uns dann sehr wahrscheinlich, wenn ihr Bock habt und wenn ihr mögt, nächsten Sonntag wieder bei Eurotruck 2 hier. Ne? Und ja, dann sag ich jetzt mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und in diesem Sinne ab in die Rinne, Freunde. Halt die Fahrgarten. Ciao, ciao, sagt euer Grombech und Goldini. 45.